geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Map Hof Bergmann zusammen mit den Manus, den Sachsen Let's Player und Pixelspaß. Hallo. Hallo. Ah verdammt, ich wollte Sachse eigentlich Ossinem nennen. Ossinem? Ja. Ossinem. Also Rapper Ossinem. Hab ich jetzt vergessen, ey. Ja. Du warst gerade am Erzählen, lieber Tino, als du mich unterbrochen hast, wie immer. Ja. Mit deiner ungehobelten Art und Weise. Tut mir leid. Also nicht wirklich, aber ich tu mal wenigstens so, ja. Du darfst beenden. Nein, wir hatten es in der letzten Folge davon, ob wir schon mal verprügelt wurden. Ja, und dass du niveaulos bist. Nein. Bin ich niveaulos? Sag mir nicht immer so eine Scheiße, Mann. Jana, sag doch mal was. Bin ich niveaulos? Jana hält sich da raus. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, und der Typ da, die wollten da nach Hause und der kam dann direkt zu uns und hat uns da voll gelabert. Und dann irgendwann habe ich so gesagt, weil der halt unseren Fahrer so beklingelt hat, und da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, wir würden gerne nach Hause fahren, ob das möglich wäre. Oder ob wir noch ein bisschen, keine Ahnung, ob sie noch Telefonnummern austauschen wollen oder was, bevor wir gehen. Und, naja, das hatte ich ausgesprochen, dann hatte ich schon direkt volles Rohr eine kassiert. Und das Problem ist nur, dadurch, dass der so groß war und so Basketball spielt und sowas und so Hände hatte wie Klodeckel, war mein Jochbein viermal gebrochen und meine Augenhöhle. Oh, Alter, ja. Viermal? Ja, also an allen vier Stellen. Eieiei. Ja, das war komplett gebrochen. Und meine Augenhöhle war auch angebrochen. Und da habe ich so gedacht, okay. Und war das Ende vom Lied? Das kann ich so nicht sagen. Ah, oh, okay. Also das Ende vom Lied war, den haben sie mit dem Krankenwagen geholt. Echt? Aber dann, also dann, ich wollte ja fragen, ob du eben wenigstens juristisch beigekommen bist. Also ein Kumpel von mir ist ja nun, der ist ein bisschen größer wie ich und schwerer und hat da auch viel mehr Bums, ne? Und alles. Und ich bin mit Anlauf, der Typ stand dort, ne? Das Problem war, dass dieses Jochbein auf diesen, durchs Gesicht läuft, durch dieser Hauptnerv. Ja. Und da ist das draufgeknallt und dann waren die ganzen Zähne taub auf der rechten Seite. Und das hat sich angefühlt, wie wenn der mir den Zähne rausgeschlagen hätte. Ich bin zum Kumpel so und hab so gesagt, Alter, Zähne, alle Zähne noch da. Und der so, ja, alle Zähne noch da, aber dein Gesicht schwillt ziemlich schnell an gerade. Ich sag, oh, nee. Naja, und dann bin ich wirklich, der stande dort und gerade mein Kumpel hatte den am Schlewitschen mit Anlauf. Also wirklich mit Anlauf, es waren einige Meter. Habe ich den volles Rohr eine durchgeladen. Da hat er kurz nach links und rechts gewackelt und dann hat er mich angeguckt. Da habe ich gedacht, oh nee. Was ist denn das für einer, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Der fällt nicht um. Der hat kurz gewackelt und das war's. Ja, und dann kam mein Kumpel von der Seite und da hat er einen Überschlag gemacht. Und dann war Ende. Das war krass. Aber das war echt, das hat mich so, dass ich war so wütend und so sauer, weil wir den nicht gekannt haben, weil wir denen überhaupt nichts getan haben. Und weil wir gerade sowieso heimgehen wollten, weißt du, und einfach nur so aus dem Nichts, so einfach. Ach, das ist echt übel, ey. Naja. War nicht schön. Zwei Operationen als Folge. Hart. Mussten ja Platten eingesetzt werden. Boah. Und natürlich ein Jahr später wieder rausgenommen werden. Das war nicht so schön, ja. Übers Ohr oder was? Nee. Über die Mundhöhle. Ah, okay. Also die haben quasi so, wenn du jetzt so die Oberlippe nimmst und so nach vorne ziehst, da haben die zwischen Zähnen und Oberlippe haben die aufgeschnitten. Ja, ich wollte gerade fragen, weil es gibt ja da mehrere Möglichkeiten. Also und das andere war, also das waren, davon sind sie ans Jochbein. Und dann haben sie noch so untere Augenlid umgeklappt und da quasi aufgeschnitten. Nice. Also zwischen Auge und Augenlid haben sie aufgeschnitten und haben da quasi noch eine Platte eingesetzt. Von oben. Ja, das war echt nicht so schön. Naja, bin ich froh, dass ich es hinter mir habe. Was soll ich hier bei Feld 21 anpflanzen? Keine Ahnung. Wendy weiß es. Wo ist es dann? Was wollten wir eigentlich dann mit dem ganzen Häckselgut machen? Das wollten wir irgendwie zur Kohle machen.
Silage oder was? Am besten nur Raps, das ist noch crazy. Okay. Silage oder was? Silage oder halt, ja, das irgendwie in so einen Extrator dann reinhauen, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Irgendwas halt hier nicht hin. Gab's denn ein juristisches Nachspiel mit dem, mit der Klopperei? Ja. Okay. Ja. Weil er hatte mich ja angezeigt wegen Körperverletzung. Ich? Dich? Nice. Ja. Was ne Muschi. Fand ich auch ziemlich hart, also. War der halt fein, also gegen mich das war ich. Naja, hab dann ihn angezeigt wegen Körperverletzung, logischerweise. Ja, ja. Aber er hatte mich halt zuerst angezeigt und das wurde. Gegen mich wurde halt fallen gelassen und aufgrund da das Verletzungsbild ist. Und so weiter und naja, und dann gab es halt Gerichtsverhandlungen, ja. Ja. Und da ist dann halt ein Schmerzensgeld dann rausgekommen. Das ist doch super. Ja, aber die Höhe war ein Witz. Ist doch Wurst, Tino. Nee, ist es nicht. Weil so merkt man sich's nicht. Und dann soll das nicht an mich zahlen, sondern an irgendein Kinderheim oder was weiß ich, weiß wie, aber dafür 10-mal so hoch. Ja, ja. Weil die Höhe war ein Witz und davon merkt man sich das nicht gut. Man muss sagen, wenn man Schmerzensgeld bezahlen muss, hat man natürlich auch einen Eintrag im Bundeszentralregister. Was einen einige Türen schließt. So ein Eintrag. Oh Gott. Und du, Pixel, bist du schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Nee. Randy? Also, nichts, was du mir nachweisen konnte. Das ist ein Sack. Und Randy? Ja, ja, aber das hat ja nichts zu tun. Ah, okay. Wir haben sie früher auf dem Strich erwischt. Also irgendwas mit den Hexen war nicht. Wir haben Randy. Oh, wieso denn das jetzt schon wieder, ey? Er ja, macht kein Mess. Also er häckselt nicht. Hä? Er häckselt halt nicht. Ja, nicht sein. Wir haben Randy nicht auf dem Strich erwischt. Randy ist Nutten verarschen gegangen, ne? Rennen. Ist hingegangen. Ja, so ein bisschen. Das ist. Die sind hingefahren, ne? Haben gesagt, hier, hey, wie sieht's denn aus? Willst du mitkommen? Haben die dann bezahlt und sind weggefahren. Dumm ist das denn bitte? Das hast du doch früher gemacht, oder? Mal ganz ehrlich. Logisch. Ja, lass mich mal in den Häcksler rein, ja. Der noch gerade den Zetter ab. So. Da lacht der Freezy. Wieso macht denn der das nicht? Ich weiß es nicht. Boah, Alter, sind wir aber kalt. Tür bei dir aufgegangen? Ja, ich hab Besuch hier. Nee, ich meinte bei Tino. Ach so. Nee. Geht denn das Scheißhaus an? Warte mal. Geht denn da nicht an bei mir? Du musst das da öffnen. Ach so. Da vielleicht. Ach so, das ist ja unser Feld sogar. Ja, ne? Der Kacke. Das ist doch ernst, Alter. Das verstehe ich nicht. Warte mal. Noch fällt 27 jetzt, oder? Ja.
Hat der ein Anhänger-Dings hin? Ja, ja, ich hatte den Anhänger ja auch schon dran, das hat aber auch nichts gebracht. Ich meine, kannst du auch nochmal versuchen. Oh, 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 oh. Hochkonzentriert wird er gearbeitet. Das verstehe ich nicht. Ne. Haut aber keine Fehler raus oder irgendwas, also ist alles easy. Sogar Beifahrerskript. Die C-Steuerung übers 4. Drehen funktioniert so nicht. War's auch schon. Alle Felder durch. Tja, das ist cool. Welches Schneidwerk hast du gekauft? Naja, wenn du in der Garage gehst, beziehungsweise nicht in der Garage, wenn du halt gucken gehst, oder Kategorien, Schneidwerke, das erste Krone Easy Collect 750. Also den Mod? Ja. Schneidwerk wird von Fächern benötigt. Ja, da gibt es, glaube ich, auch normal. Aber ich könnte nur mal versuchen, das Normale anzuhängen. Aha. Das war's dann aber auch. Soll ich mal machen, denke ich. Stell ich das Ding mal hier hin. Pack den Rutz mal hier zu. Und hängen wir das Normale an, also tausche ich das einfach aus. Die Quote können wir dann hier wieder gut schreiben. Mach mal. Mach ich mal. Rotzein, bitte. Das Rohr war noch draußen. Komisch, komisch. Das ist auf jeden Fall komisch, dass das nicht geht. Wir hatten jetzt ein Gewicht wieder mittendrin abgestellt. Das könnte ich gewesen sein. Warum das denn? Weiß ich nicht, weil ich meins gerade vermisse, wo ist das? Dann hast du das. Oder wo, Wo liegt das denn? Da wo du Kalk lädst. Ja, dann. War ich das. Ich geh jetzt kurz eben holen. Hört man das nicht, wenn du einfach mal so eine Donne auf den Boden schabberst? Der Telefon. Oh, Pixel? Ja. Wie sieht das Telefon? Ja, bei mir. Scheiße. Ganz kurz. Na, mach. Alles cool. Ist gefeuert. Dr. Made Freezy, was kann ich für Sie tun? Jo, meine Freundin hat von Anna Telefon angenommen. Gut. Du hast es jetzt zusammengeschwadert, Pixel, oder? Ja. Gerade fertig geworden. Aber du musst mal runterholen auf den Ladewagen. Nee. Ballenpresse oder nicht? Ja, aber den Ladewagen brauchen wir ja nicht. Achso, abholen im Sinne von, ja. Und geht das andere jetzt? Ich bin noch nicht da. Wie hast du das jetzt ausgetauscht? Wie willst du das austauschen? Kommt das mit dem Geld hin?
Ich komme mit dem Geld hin und zur Not haue ich halt kurz Geld dazu. Wie es dann bleibt. Und loslassen bitte. Wo stand der Ladewagen nochmal? Unten am Feld. Hier unten am Feld, ja. Oh, das knuschelt, Alter. So, jetzt brauche ich schon eine Wallenbresse. Dann können wir weiterarbeiten. Folge ist zu Ende, Leute. Ja, aber warte noch kurz, bis wir rausgefunden haben, ob das mit dem Mais geht, oder? Ja. Der Ladewagen hat ein Gewicht, Alter, so ist gar nicht. Du quälst dich aber auch hier hoch, ha? Ja. Jetzt wird's interessant. Mit Hochquellen. Fahr ein bisschen rechts. Alter Vater, ey. Was denn? Funktioniert das Gewicht. Doch. Ja, aber das Gewicht, ja, ey. Alles kein Thema, lieber Tino. Angenehm. Da. Und Randy, wie sieht's aus? Ich bin jetzt gleich am Hof und dann ist es sowieso bloß noch nach oben und dann haben wir es. Dann kann ich es dir sagen. Vielen Dank, lieber Tino. Ich habe noch nicht mal was zum Mittag gegessen. Ich auch noch nicht. Oh, du bist ja so ein armes Hascherl. Ich esse immer was zum Mittag. Mit dem geht's auch nicht. Da hat irgendwas nicht an. Wie, mit dem geht's auch nicht? Na, mit dem geht's halt auch nicht. Halt ja, ich sehe, dass wir kein Mais machen können, Alter. Was ist das für ein Schwachsinn? Keine Ahnung. Da, aber Freezy, du darfst. Ja, aber die... Gut, Leute, damit verabschieden wir uns von einer weiteren Folge LS15. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Schaut bei den anderen vorbei, stehen unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.